Einen schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der FEW Trade Talks zum Thema Auswirkung von Sanktionen auf die Exportleistung deutscher Unternehmen. In der Öffentlichkeit wird dieses Thema der Wirtschaftssanktionen ja durchaus kontroversiell diskutiert. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute auf Basis einer im Journal of Economic Behavior and Organization, einem international sehr renommierten Fachzeitschrift, eine Forschungsarbeit im Trade Talk besprechen können. Mein Name ist Harald Oberhofer, ich bin Projektleiter des FIW und darf durch die heutigen Trade Talks führen. Als Gast darf ich heute Holger Görg begrüßen, den ich auch in Kürze noch etwas näher vorstellen möchte. Bevor ich das tue, möchte ich zum einen noch einmal kurz auf das FIW-Projekt hinweisen. Wie viele von Ihnen wahrscheinlich wissen, ist das FIW ein gemeinsames Projekt der WU Wien, der Universitäten Wien, Linz, Innsbruck, dem WIFO, dem Wirtschaftsforschungsinstitut und dem WEW. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie dem Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft. Bei letzterem wollen wir uns besonders für die finanzielle Unterstützung der FEW Trade Talks ganz herzlich bedanken. Bevor ich nun meinen Gast vorstelle, möchte ich kurz noch als Erinnerung für die, die öfter schon dabei waren, den Ablauf der Trade Talks kurz skizzieren. Am Beginn der Trade Talks steht ein 15- bis 20-minütiger Input unseres Gastes. Danach werden wir das Thema weiter diskutieren. Die Trade Talks dauern wie immer maximal eine Stunde bis heute 16 Uhr. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich an der Diskussion beteiligen, sehr reg beteiligen. Sie können das tun, indem Sie Ihre Frage in die Q&A, in die Fragen- und Antwort-Section in Zoom posten. Ich werde dann gerne Ihre Fragen in die Diskussion einbringen. Nach dem Trade Talk werden Sie via E-Mail einen kurzen Feedback-Bogen zur Veranstaltung erhalten und wir freuen uns immer sehr auf konstruktives Feedback, Rückmeldungen, Verbesserungsvorschläge für den Trade Talk, aber auch alle unsere FEW-Formate. Nun aber zu unserem heutigen Gast. Ich freue mich ganz besonders, Professor Holger Görg in unserem Trade Talk begrüßen zu dürfen. Holger Görg ist Professor für Außenwirtschaft an der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel und Direktor des Forschungszentrums Internationaler Handel und Investitionen am Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Seit 2016 leitet er das Kiel Center for Globalization. Von 2021 bis 2023 war Holger Görg Interimpräsident des Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Bevor er nach Kiel wechselte, lehrte und forschte er an den Universitäten in Nottingham, University of Ulster, Jordanstown und dem University College in Cork. Er promovierte am Trinity College in Dublin. Seine Forschungsinteressen liegen im Zentrum des Interesses des FIW-Forschungsprojekts. Er beschäftigt sich mit Fragen der empirischen Außenhandelsforschung, mit einem besonderen Fokus auf die Betrachtung von Aktivitäten von multinationalen Unternehmen, ausländischen Direktinvestitionen, internationalem Outsourcing und Exporten. Und zum letzteren Thema wird der heutige Trade Talk sein, nämlich zu den Exporteffekten von Sanktionen. Weiterhin war Holger Görg wissenschaftlicher Berater für unzählige Institutionen und Ministerien in Deutschland, unter anderem als Institutionen auch die Weltbank oder die Europäische Kommission. Nun darf ich das Wort, lieber Holger, an dich übergeben. Ich freue mich auf deinen Input und ich freue mich darüber, dass du unsere Einladung in diesen Trade Talk angenommen hast. Und ich bin sehr gespannt auf deinen Input und auf die Diskussion danach. Ja, Harry, vielen Dank für erstmal für die Einladung, heute hier zu sein und dann für die sehr, sehr nette Einführung. Fühle mich sehr geschmeichelt. Und ja, ich freue mich sehr, mit euch, mit Ihnen heute über ein Forschungspapier von mir, nämlich über die Auswirkungen von Sanktionen auf die Exportleistung deutscher Unternehmen zu sprechen. Wie ja schon gesagt wurde, ein sehr, auch in Deutschland, ein sehr, sehr kontroverses Thema, zu dem es viele Meinungen und viele Diskussionen gibt. Und vielleicht können wir ein bisschen mit unserer Forschungsarbeit zu der Diskussion beitragen. Wie
auch schon gesagt wurde, basiert mein Vortrag hier hauptsächlich auf einer gemeinsamen Forschungsarbeit mit zwei Co-Autorinnen, Anna Jacobs und Saskia Meuchelböck, die, als wir daran gearbeitet haben, beide auch am Kiel-Institut für Weltwirtschaft waren und die in einem Journal publiziert ist. Worum geht's? Ja, wie Sie wahrscheinlich alle wissen, wurden Sanktionen in den letzten Jahren verstärkt eingesetzt als wirtschaftspolitische Maßnahme, wenn ich das mal so formulieren darf. Und Sie sehen hier ein paar Daten, die unter anderem von Gabriel Felbermayr und seinem Team zusammengetragen wurden. Das ist die Global Sanctions Database, die er zur Verfügung gestellt hat, eine relativ aktuelle Version der Datenbank, die Ihnen zeigt, auf der schwarzen Linie alle aktiven Sanktionen, die in der Welt eingesetzt werden. Und Sie sehen hier von 1950 bis 2023 geht diese Linie oder geht diese Grafik. Sie sehen, das hat in den letzten Jahren, insbesondere in den letzten 10, 20 Jahren, sehr, sehr stark zugenommen, dass Sanktionen neu eingesetzt wurden und wichtig eben auch, nicht nur neu eingesetzt werden, sondern auch nicht zurückgenommen werden. Und Sie sehen hier, deswegen haben wir eine über 400 Sanktionen, die zurzeit in der Welt benutzt werden, eingesetzt sind, bestehen. Warum werden sie eingesetzt? Nun, und wir werden gleich natürlich auf das ganz spezielle Beispiel der Sanktionen gegen Russland eingehen, aber generell ist natürlich die Absicht, vom sanktionierenden Land auf das sanktionierte Land, dass die Wirtschaft des sanktionierten Landes geschwächt werden soll durch diese Maßnahmen, durch zum Beispiel Exportbeschränkungen oder Importembargos oder auch andere Sanktionen. Das ist die Absicht, aber natürlich ist es auch ganz klar, dass es etwas kostet, dass es das sanktionierende Land etwas kostet. Wir können davon ausgehen, dass Sanktionen auch negative Auswirkungen auf sanktionierende Länder haben, in den meisten Fällen. Vor allen Dingen, wenn wir über Handelssanktionen sprechen, wie wir es ja im Falle von Russland ganz klar tun. Was sind die Auswirkungen? Nun, wir haben direkte Effekte durch Handelsbeschränkungen. Unternehmen, sei es aus Österreich oder aus Deutschland, dürfen bestimmte Produkte nicht mehr nach Russland, um bei dem Beispiel zu bleiben, exportieren. Das sind direkte Effekte durch Handelsbeschränkungen, die sich auf die Unternehmen auswirken könnten. Aber wir haben nicht nur die direkten, sondern auch indirekte Effekte. Dazu kommt, dass es natürlich ein höheres Maß an Unsicherheit gibt. Unternehmen, die selbst nicht sanktionierte Güter exportieren, wissen nicht so genau, wie geht es in dem Markt weiter, sollen wir auf dem Markt bleiben, dürfen wir in der Zukunft überhaupt noch auf dem Markt sein. Zunehmende Unsicherheit, die natürlich die Aktivitäten von Unternehmen beeinträchtigen kann. Es gibt höhere Kosten, es gibt Probleme im Zugang zu Finanzierung, um zum Beispiel Kredite zu bekommen, um in bestimmte sanktionierte Länder zu exportieren oder von dort zu importieren. Das heißt, die Kosten sind nicht nur diese, die direkt durch die Sanktionen anfallen, sondern wir haben diese indirekten Kosten, die auch andere Unternehmen betreffen können. Das Ziel unserer Forschungsarbeit ist, wie gesagt, ganz speziell uns anzuschauen, die Sanktionen gegen Russland, die seit 2014 verhängt wurden. Also das ist die Episode, die wir uns mit unseren Daten anschauen können, weil wir eben auf der Datengrundlage, die wir haben, noch gar nicht so weit vorne sind, dass wir uns wirklich anschauen können, was seit 2022 zum Beispiel passiert ist. Ich denke, das ist leider in Österreich auch nicht anders, dass die Datenlage etwas hinterherhinkt. Aber natürlich ist die 2014er Episode auch sehr, sehr interessant, um zu überlegen, was denn in der aktuellen Situation passiert. So, wir möchten eben diese negativen Auswirkungen der Sanktionen gegen Russland auf deutsche Exporteure quantifizieren. So, wie stark sind diese Effekte denn überhaupt oder haben wir sie überhaupt? Und wenn ja, wie stark sind sie? Was können wir dazu aussagen? Und zwar können wir uns den Handel anschauen, aber auch die Unternehmensleistung generell.
um zu sehen, was passiert ist. Diese Datenarbeit oder unsere Forschungsarbeit ganz bestimmt basiert auf Mikrodaten für Deutschland, die es bis dato nur sehr eingeschränkt gab. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir hier Zugang zu einem neuen Forschungsdatensatz haben, der uns erlaubt, Mikrodaten von DeStatis, das ist das Statistische Bundesamt, für deutsche Unternehmen zu nutzen. Und hier haben wir Mikrodaten auf der Ebene, von der Zollstatistik, die uns Mikrodaten auf monatlicher Ebene für Unternehmen und deren Handelsaktivitäten, Exporte insbesondere, Exporte von verschiedenen Gütern in verschiedene Länder, die uns erlauben, diese zu sehen und zu verfolgen und auszuwerten. Und wir können diesen Datensatz zu den Handelsaktionen oder Handelsaktivitäten von Unternehmen mit einem Datensatz SBS, steht gut Neudeutsch für Structural Business Statistics, also strukturelle, die Kostenstrukturanalyse in Deutschland, die uns erlaubt, Unternehmensleistung zu messen, zum Beispiel den Gesamtumsatz oder die Gesamtbeschäftigung von Unternehmen. Das können wir dazu spielen und können dadurch dann eben sehen, was mit Unternehmen passiert hinsichtlich deren Beschäftigung und deren Unternehmensleistung. Gut, vielleicht, ich denke, die meisten brauchen leider diese Erinnerung nicht, weil es uns allen noch sehr, sehr im Gedächtnis hängt. Aber die Episode, die wir uns anschauen, ist, wie gesagt, die 2014er Episode. Was da passiert, wenn Sie sich erinnern, im Dezember 2013 ja, sind politische Verwerfungen zwischen der Ukraine und Russland verstärkt zutage getreten. Und Anfang des Jahres 2014, im Februar, ganz um präzise zu sein, wurde die Halbinsel Krim von Russland ganz eine Invasion da und sie wurde annektiert. Darauf hat die EU und andere westliche Staaten relativ schnell reagiert. Im März des gleichen Jahres gab es die ersten sogenannten Smart Sanctions, also ja, smarte Sanktionen gegen insbesondere russische Individuen. Und im August 2014, das hat ein bisschen länger gedauert, aber im August 2014 kamen dann die ökonomischen Sanktionen, insbesondere Handelssanktionen von der EU. Und zwar wurden der Export bestimmter Güter, sogenannter Dual-Use-Güter, die eben sowohl militärisch als vielleicht auch nicht militärische Zwecke dafür genutzt werden können, diese Exporte wurden unterbunden. Daraufhin gab es relativ schnell eine Vergeltungsmaßnahme von Russland, nämlich dass bestimmte, insbesondere landwirtschaftliche Produkte und Lebensmittelprodukte, dass es ein Embargo von Russland gab, dass diese Güter nicht mehr in die EU importiert werden konnten. Also das ist die Episode, die wir uns anschauen und wir wollen sehen, was sind die Effekte dieser, insbesondere ja, der Handelssanktionen ab August 2014. Aber auch der Episode oder des Zeitraums vorher. Was ist passiert mit Handel zwischen deutschen Unternehmen und Russland und welche Auswirkungen hat das? Okay, ich muss Sie leider mit einer Gleichung quälen, weil das vielleicht doch am einfachsten ist, nachzuvollziehen, was wir genau machen. Im ersten Abschnitt unseres Forschungspapiers schauen wir uns die Auswirkungen dieser Sanktionen auf die Exportaktivität im Unternehmen an. Wir nehmen dazu Handelsdaten, monatliche Handelsdaten. Also stellen Sie sich das vor, wir haben für jede Menge Unternehmen Handelsdaten. Also wir können für dieses Unternehmen verfolgen, was ist im Zeitraum. Unser Zeitraum geht eigentlich von 2011. Wir können uns monatlich anschauen, was exportiert das Unternehmen, wohin und wie viel. Okay. Und das schauen wir uns an, also monatliche Handelsdaten auf Firmen-Destinationsebene. Wir können auch noch weitergehen und können uns genau anschauen, welche Produkte werden exportiert und
können uns eben diese Ana oder können diese Analyse und haben diese Analyse auch durchgeführt auf Firmen, Produkten, Destinationsebene. Also der Unterschied hier ist, bei der Firmen-Destinationsebene schauen wir uns an, Unternehmen A exportiert so und so viel nach Russland, so und so viel ins Vereinigte Königreich, so und so viel nach Österreich und so weiter und so weiter. Bei der Firmen-Produkt-Destinationsebene können wir noch unterscheiden, Unternehmen A exportiert ein Auto nach Russland, Reifen auch nach Russland und können das unterscheiden von Reifen, die ins Vereinigte Königreich oder nach Österreich exportiert werden und Autos, die ins Vereinigte Königreich und Österreich exportiert werden. Das heißt, es gibt uns eben noch ein bisschen mehr Detail und wir können unterscheiden, liegt es jetzt nur daran, wenn wir Effekte finden, liegt es daran, dass andere Produkte vielleicht exportiert werden und dass sich Unternehmen so anpassen oder ist es ein stärkerer Effekt? Also das schauen wir uns an. Die abhängige Variable ist die Veränderung in der Exportleistung des Unternehmens. Da schauen wir uns verschiedene Aspekte an, auf die ich gleich eingehe. Und wir wollen eben sehen und haben dafür Variablen. Erstmal, was passiert mit Exporten, die nach Russland gehen? Die werden gekennzeichnet. Und dann diese zwei Episoden, die wir haben. Die erste Episode ist Dezember 13 bis Juli 14. Das heißt, da haben wir starke politische Verwerfungen, aber noch nicht wirklich die sehr starken Handelssanktionen. Und das unterscheiden wir von der Episode nach August 2014. Dann haben wir auch starke Handelssanktionen. Und wir wollen unter anderem sehen, ob sich diese Effekte unterscheiden oder ob es vielleicht erst wirklich nur die Handelssanktionen eine Rolle spielen oder vielleicht auch schon politische Verwerfungen, die es vorher gab. Okay, und wir kontrollieren für jede Menge Faktoren auf der Unternehmensebene, die wir gerne besprechen können. Okay, dann lassen Sie mich einfach zu den Ergebnissen gehen. Was schauen wir uns an? Wir schauen uns hier an, erstmal, was ist überhaupt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen exportiert, nach Russland exportiert oder in ein anderes Land exportiert? Wir schauen uns an, wie viele Produkte exportiert das Unternehmen nach Russland im Vergleich zu anderen Ländern. Und wir schauen uns dann an, was ist der sogenannte intensive Rand, wie viel wird exportiert in ein bestimmtes Land oder hier, wie viel eines bestimmten Produkts wird in ein bestimmtes Land exportiert. Und Sie sehen, wenn Sie einfach mal auf die Tabelle gucken, die Zahlen sehen alle ziemlich gleich aus. Sternchen sind auch alle ziemlich gleich. So, das heißt, wir sehen hier, und lassen Sie mich deswegen einfach mal bei dieser Folie oder in dieser Spalte bleiben. Wir sehen, dass ab Dezember 13, als die politischen Verwerfungen stärker wurden, wenn wir das mit der Periode vorher vergleichen, sehen wir, dass Exporte nach Russland nach Dezember 13 zurückgehen im Vergleich zu anderen Exporten des gleichen Unternehmens, die in andere Länder gehen. Also das heißt, wir sehen hier einen Effekt, so interpretieren wir das, wir sehen hier einen Effekt dieser politischen Verwerfung, ohne dass wir schon wirklich starke Handelssanktionen haben. Und dann sehen Sie hier, ab August 14, Sie sehen, der Koeffizient ist nochmal größer, hat sich verdoppelt. Das heißt also, dass die Handelssanktionen hier nochmal zusätzlich beißen, sozusagen ab August 14. Also ab August 14 sehen wir, dass die hier ist es die Wahrscheinlichkeit, nach Russland zu exportieren oder die Wahrscheinlichkeit zu exportieren, dass sie stark zurückgeht für die Wahrscheinlichkeit, nach Russland zu exportieren im Vergleich zur Wahrscheinlichkeit, in andere Länder zu exportieren. Hier sehen wir, wie gesagt, alles sehr, sehr ähnlich. Spielt auch eine Rolle für die Anzahl der Produkte. Die geht zurück, und zwar bei um die 5%, nachdem die Sanktionen eingesetzt wurden. Anzahl der Produkte, die nach Russland exportiert werden, im Vergleich zu Exporten in andere Länder. Und es wird auch der Wert der Exporte geht auch zurück und der Wert der Exporte pro Produkt geht auch zurück. Dann schauen wir uns an, ja,
Sind das denn nur sanktionierte Produkte, die wir hier sehen? Das ist natürlich klar. Wir gehen davon aus, dass die Sanktionen umgesetzt werden und deswegen eben bestimmte Güter, die sanktioniert werden, nicht mehr exportiert werden können. Wenn das der ganze Effekt wäre, den wir hier hätten, wäre das ja no, vielleicht durchaus interessant, aber jetzt wirklich, aber nicht wirklich super interessant. Aber wir können uns eben auch anschauen, ob, denn wir haben die Produkte, denn wir haben die Informationen über Produkte, wir wissen, welche Produkte sanktioniert werden und wir können auch sehen, ob ein Unternehmen diese sanktionierten Produkte exportiert. Und hier unterscheiden wir das. Hier unterscheiden wir, bleiben wir einfach mal bei dem hier, August 14, hier unterscheiden wir den Effekt von Exporten nach Russland und zwar von Unternehmen, die sanktionierte Produkte exportieren. Im Vergleich, und das ist der Effekt hier, im Vergleich zu Unternehmen, die auch nach Russland exportieren, aber keine sanktionierten Produkte exportieren. Okay. Und was Sie hier sehen ist, wenn die Handelssanktionen eingesetzt werden, haben wir auch einen negativen Effekt. Also wirkt sich das negativ aus auf Exporte von Unternehmen, die selbst nicht sanktionierte Produkte exportieren. Das heißt, wir haben diese indirekten Effekte, die ich eben angesprochen habe, dass es einfach zusätzliche Unsicherheit gibt, dass es vielleicht Probleme bei der Finanzierung gibt, die sich auch auf nicht sanktionierte Produkte auswirken. Aber für Unternehmen, die sanktionierte Produkte exportieren, rechnen wir die zwei Koeffizienten zusammen und Sie sehen, der Effekt ist viel stärker. Ganz klar würde man auch von ausgehen. Was vielleicht noch ganz interessant ist, ist das hier, die Effekte vor der Einsetzung der Handelssanktionen. Sie sehen hier die Verwerfung ab Dezember 13 hatten wir eben schon, haben einen negativen Effekt, aber sie haben hier keinen unterschiedlichen Effekt auf Unternehmen, die sanktionierte Produkte exportieren. Okay, also gibt es nur eine Erhöhung der allgemeinen Unsicherheit, die wir ab Dezember 13 sehen und die sich sowohl auf Unternehmen, die sanktioniert, die dann in der Zukunft zu sanktionierende Produkte, als auch auf Unternehmen, die andere Produkte exportieren, nach Russland auswirkt. Und Sie sehen hier, schauen wir uns an, das ist der Gesamtwert, das ist die Menge der Exporte, das ist der Unit Value, also der Preis der Exporte und hier wieder die Anzahl der Produkte. Und Sie sehen, die Effekte sehen wir für alle diese Aspekte. Lassen Sie mich noch ganz kurz auf den zweiten Teil unserer Arbeit eingehen. Und zwar wollen wir uns da anschauen, was ist die Auswirkungen oder was sind die Auswirkungen der Sanktionen auf die Unternehmensleistung und hier insbesondere, was ich Ihnen hier zeigen werde, der Gesamtumsatz der Unternehmen und auch die Gesamtbeschäftigung der Unternehmen. Sehen wir da Effekte? Das schauen wir uns an in einem ähnlichen Rahmen. Nur haben wir jetzt einen anderen Datensatz. Wir haben jetzt jährliche Daten, weil diese Structural Business Statistics nur jährlich gesammelt werden. Das heißt, wir müssen die Handelsdaten aufaggregieren, haben jetzt jährliche Daten, können eben dann ein Unternehmen für 7 Jahre verfolgen, 2011 bis 2017, und schauen uns in einer sogenannten Event Study an, wie sich die Unternehmensleistung dann ändert für die Unternehmen, die nach Russland exportieren, ab 2013. Okay. Das kann man dann ganz nett in einem Bildchen darstellen. Und was wir hier noch machen, ist, wir wollen uns anschauen, wie wird die Unternehmensleistung beeinflusst und macht es einen Unterschied, wie heutzutage sagt man, abhängig ein Unternehmen von einem bestimmten Markt ist. Und hier insbesondere, wie abhängig ist das deutsche Unternehmen von Russland als Exportmarkt. Da haben wir verschiedene Definitionen genommen, die alle ziemlich robust sind. Was ich Ihnen hier zeige, basiert auf Abhängigkeit definiert in drei Gruppen oder vier Gruppen. Die Kontrollgruppe ist Unternehmen, die überhaupt nicht nach Russland exportieren. Dann haben wir die erste Gruppe. Das sind die Unternehmen, die nicht besonders abhängig sind. Die Exporte nach Russland sind weniger als 2% des Gesamtumsatzes.
Gruppe 3 sind die Unternehmen, die sehr abhängig sind, die mehr als 5% des Gesamtumsatzes nach Russland exportieren. Und dann haben wir die Gruppe 2 zwischendrin. Und Sie sehen hier, 2013 fängt die Sanktionsperiode an oder die Verwerfung zumindest. Und dann sehen wir hier in 2014, dieser blaue Punkt ist der Koeffizient, den wir schätzen in unserer Event Study für Unternehmen, die sehr abhängig sind von Russland. Und Sie sehen, der ist negativ. Die schwarze Linie hier ist die Null. Sie sehen, für die Unternehmen, die nicht besonders abhängig sind von Russland, sehen wir keinen Effekt. Das ist alles relativ oder im Vergleich zu Unternehmen, die gar nicht nach Russland exportieren. Das heißt, die Unternehmen, die nur wenig exportieren, sind nicht statistisch gesehen unterschiedlich. Aber die Unternehmen, die sehr stark von Russland abhängig sind, hier sehen wir Einbußen in den Umsätzen um ungefähr 2 bis 3%. Ja, und Sie sehen, das ändert sich. Das verschlimmert sich über die Zeit noch so ein bisschen. Dann vielleicht auch für Unternehmen, die medium abhängig sind von Russland. Aber für die Unternehmen, die nicht besonders von Russland abhängig sind, sehen wir keine Effekte. Das Gleiche sehen wir, wenn wir uns die Beschäftigung anschauen. Da sehen wir dann aber auch, dass auch Unternehmen, die nicht besonders abhängig sind von Russland, durchaus auch Einbußen in der Beschäftigung erfahren. Okay, und dann schauen wir uns das nochmal an nach Unternehmen, getrennt nach Unternehmen, die von Sanktionen direkt betroffen sind, die also Güter exportieren, die von Sanktionen betroffen sind, im Vergleich zu Unternehmen, die Güter exportieren, die nicht betroffen sind. Und hier sehen wir eigentlich ein ähnliches Bild. Natürlich sind die Unternehmen, die von Sanktionen direkt betroffen sind, auch viel stärker viel stärker beeinflusst hier, dass sie stärkere Umsatzeinbußen und auch stärkere Beschäftigungseinbußen hinnehmen müssen. Ja, zusammenfassend, einfach nur drei Sätze. Sanktionen führen dazu, dass Unternehmen ihre Exportaktivitäten sowohl am extensiven, also was die Wahrscheinlichkeit nach Russland zu exportieren oder die Anzahl der Produkte, die exportiert wird, angeht, als auch den intensiven Rand, das heißt, wie viel exportiert wird. Und das ist wichtig, gilt nicht nur für Unternehmen, die sanktionierte Produkte exportieren, sondern auch für andere. Und wir sehen auch negative Auswirkungen auf den Gesamtumsatz und die Gesamtbeschäftigung von Unternehmen, die nach Russland exportieren. Und hier insbesondere für Unternehmen, die sehr, sehr stark abhängig sind vom russischen Markt. Ja, leider ist die Forschungsfrage damit, leider sage ich, nicht beantwortet, denn natürlich geht es seit 2022 weiter. Wie gesagt, hier haben wir noch nicht die Datengrundlage, um da wirklich aktiv zu werden, aber einfach vielleicht auch als Punkt, um Sie in die Diskussion zu entlassen. Sie sehen hier, was mit den deutschen Importen und den deutschen Exporten nach Russland passiert ist. Hier ist die 2022, ist Deutschland noch sehr abhängig von russischen Importen. Geht es natürlich insbesondere um Gas und Öl. 2023 werden, ne, also hier reden wir über 36 Milliarden Euro Importe. 2023 waren wir bei unter 4 Milliarden. Und Sie sehen Ähnliches auf der Exportseite, nur ging es da schon, hat es schon 2021 angefangen. Das heißt, die Sanktionen seit 2022 haben hier sind sehr viel schneller umgesetzt worden und Exporte gingen runter von 26 Milliarden Euro in 21 auf knapp unter 9 Milliarden in 2023. Interessant auch, dass sie nicht auf Null sind. Und damit danke ich Ihnen fürs Zuhören und freue mich auf die Diskussion. Ja, vielen lieben Dank, lieber Holger, auch für das großartige Zeitmanagement. Wir haben jetzt ausreichend Zeit für Fragen und Diskussion. Noch einmal der Hinweis, bitte schreiben Sie Ihre Fragen in die Fragen- und Antwort-Section Q&A hier im Zoom. Das ist ein Button unten in Ihrem Zoom. Ich freue mich auf Ihre Fragen und werde sie dann gerne einbringen. Bis die ersten Fragen da sind, würde ich vielleicht einmal beginnen wollen. Und ich würde so ein bisschen auch nach der Chronologie des Vortrags vorgehen, was ich mir halt so der Reihenfolge nach auf Basis des Vortrags aufgeschrieben habe. Der erste Punkt, der mich interessieren würde,
kommt gleich am Anfang mit der Motivation, der Bedeutung von Wirtschaftssanktionen ganz allgemeiner Natur in der heutigen Welt. Also Wirtschaftssanktionen als Teil von geoökonomischen Instrumentariumkasten sozusagen. Da hast du gesagt, dass man in den Grafiken sieht, dass die Anzahl steigt und dass eigentlich Sanktionen nicht zurückgenommen werden und wir so immer akkumulieren, immer mehr und mehr Sanktionen sehen. Das erinnert ja jetzt, wenn man nur rein aus der Handelstheorie rauskommt, ein bisschen an so etwas wie Phasen, wo über nicht-tarifäre Handelshemmnisse zusätzliche Handelsbarrieren aufgebaut werden. Jetzt sind Sanktionen natürlich sehr spezifischer, weil sie teilweise halt auch tatsächlich ein Exportverbot oder ein Importverbot festhalten. Würdest du von der Wirkungsweise grundsätzlich das so interpretieren, dass das so ist? Und die zweite Frage, die für mich vielleicht noch entscheidendere ist, wenn wir Sanktionen einführen und nie abschaffen, heißt das nicht in Wahrheit, dass wir dauerhafte Handelsbarrieren erhöhen und damit halt beispielsweise eigentlich ein anderes Ziel verfolgen, so etwas wie ein wirtschaftliches Decoupling, was jetzt gar nicht zunächst einmal oder dann am Endergebnis ja gar keinen ökonomischen Schaden mehr anrichten kann, weil wenn wir uns vollständig entflochten haben und wenn man die letzte Grafik sieht, wie sich die Importe und Exporte Deutschlands, Russlands entwickelt haben, ist es ja wohl kaum noch von Bedeutung, was da gehandelt wird. Heißt das nicht einfach, dass man sich voneinander löst und damit natürlich dann auch einen Hebel verliert, weil wenn nichts mehr ökonomische Kosten verursachen kann, dann kann ich über das auch nichts mehr steuern oder beeinflussen versuchen. Ja, das sind sehr, sehr gute Fragen und das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und ich stimme dir eigentlich in allem zu. Also ja, um mit der ersten Frage anzufangen, klar, viele dieser Sanktionen sind nicht tarifäre Handelshemmnisse und sollten auch genauso betrachtet werden und haben dann natürlich auch ähnliche Effekte. Und ja, ich finde es sehr interessant, dass du auf den Punkt ja, dass du den ansprichst. Sie werden nicht zurückgenommen. Und das sehen wir auch so ein bisschen, das ist eine Parallele und vielleicht auch ein kleiner Exkurs, aber eigentlich seit 2008 sehen wir ja seit der Finanzkrise, dass Länder angefangen haben, auch industrialisierte Länder, auch westliche Länder angefangen haben, protektionistischer zu werden, viele Maßnahmen zu implementieren, die durchaus vielleicht ihre Berechtigung hatten in der Finanzkrise, von denen aber auch viele nicht zurückgenommen wurden. Und das sehen wir jetzt natürlich, wir sind jetzt in einem protektionistischen Trend drin, der sich da sehr, sehr schwer zurückschrauben lässt. Und ich glaube, das ist auch wichtig und das hat vielleicht auch Auswirkungen, wenn wir jetzt darüber nachdenken, ja, was könnte denn mit den Sanktionen 2022 noch wirklich erreicht werden. Denn wie du sagst, wir brauchen gute Handelsbeziehungen, um Abhängigkeiten zu schaffen. Wir reden natürlich gerade in Deutschland immer darüber, dass wir von China abhängig sind und dass das natürlich nicht so gut ist für uns, klar. Aber Abhängigkeiten gehen ja auch gehen in beide Richtungen, ne? Und um Sanktionen, um diese geopolitischen oder geoökonomischen Hebel zu haben, brauchen wir Abhängigkeiten, um es einfach mal so zu formulieren. Und wir haben jetzt natürlich seit 2014 gesehen, dass der Handel mit Russland ja, zurückging, nicht so stark, wie es jetzt in den letzten Monaten zurückgegangen ist, aber trotzdem, dass wir vor allen Dingen andere Länder in der EU, Deutschland vielleicht nicht so, aber andere Länder in der EU stark ihre Handelsbeziehungen mit Russland geändert haben. Und das heißt natürlich, dass wir jetzt weniger Hebel haben, dass die Sanktionen weniger wichtig sind, sozusagen. Russland ist kein besonders großer Handelspartner für die EU. Und auf der anderen Seite ist es eben auch so, wenn wir uns den russischen Handel anschauen, Russland exportiert hauptsächlich oder ein Großteil, ungefähr ein Drittel des Handels Russlands ist mit China. Und der Rest ist ziemlich gut gestreut über viele Nationen. Deutschland inklusive. Deutschland ist noch relativ groß, ich glaube bei 5 oder 6%
aber es sind kleine, relativ kleine Prozentzahlen. Also Russland ist, wenn überhaupt, von China abhängig. Ansonsten eigentlich von niemandem, weil der Handel sehr, sehr gut gestreut ist über verschiedene Länder. Und das ist natürlich dann, gewinnt dann Bedeutung, wenn es darum geht, wollen wir Sanktionen nutzen, um die Wirtschaft zu beeinflussen. Das ist natürlich dann sehr schwer, wenn es den Hebel nicht gibt, wenn der Handel nicht besonders wichtig ist. Ja, danke. Das geht ja auch ein bisschen in die Richtung, die man dann eh auch zum nach der Invasion relativ bald diskutiert hat, dass sich wohl die russische Wirtschaft vorbereitet hat, strategisch stärker vorbereitet hat durch diese Diversifizierung, um eben gar nicht so anfällig zu sein. Und insofern, glaube ich, müssen wir halt auch dann so diese gegenseitige Decouplings, die ja nicht nur von den USA betrieben werden, aber auch China ja sehr forciert, ja an und für sich zum gewissen Grad ja auch als vielleicht Vorbote interpretieren, dass da noch Dinge kommen könnten, die sehr unschön werden könnten. Weil das ist, glaube ich, eine Lesson learned, dass halt vor allem der Westen mit Wirtschaftssanktionen reagiert und wenn er da keinen großen Hebel hat, dann kann er auch weniger bewirken, als er das vielleicht denkt oder so. Das, glaube ich, muss man halt jetzt auch festhalten, dass das schon stärker gesehen wurde bei den Ländern, die vielleicht gewisse Expansionsüberlegungen etc. haben. Ich habe schon eine erste Frage, aber jetzt, weil du das schon erwähnt hast, würde ich die noch kurz einschieben, bevor ich dann zur ersten Frage aus dem Publikum gehe. Diese Analyse ist ja für 2014 gemacht und jetzt hat eine Grafik gezeigt, dass die Handelseffekte der Sanktionen nach 2022 ja nochmal deutlich dramatischer sind, weil du die Daten auch sehr gut kennst und das Ausmaß an Branchen, die sanktioniert wurden, an Gütern und so weiter 2014. Wie würdest denn du das Verhältnis einordnen? Also wie groß war unser damaliger Schritt in Form von Sanktionen, weil man könnte ja auch diskutieren, hätten wir nicht vielleicht 2014 stärker sanktionieren sollen, weil wir da vielleicht noch einen stärkeren Hebel gehabt hätten, im Vergleich zum Ausmaß der Sanktionen, die halt dann 2022 verhängt wurden. Ja, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage und ich glaube, das ist schwierig, da eine Zahl dran festzumachen, aber ich glaube, es ist auch unbestritten, dass 2022 über viel, viel stärkere Sanktionen reden, sowohl was Handel als auch was diese Smart-Sanktionen angeht. Also auch was gerade was die Finanzsanktionen angeht, ist die EU doch sehr, sehr viel stärker eingeschritten 2022, aber auch Handelssanktionen. Also in 2014 waren es ja wirklich ja, ausgewählte Güter, die diesen Dual Use, also sowohl militärische als auch nicht militärische Nutzung haben könnten. 2022 ist man da doch, hat man diese Liste sehr, sehr stark expandiert und ist dann auch bei der Interpretation von was ein Dual Good ist, vielleicht ein bisschen loser gewesen. Also ja, ich glaube, da reden wir schon über einige Größen mehr in 2022 als 2014. Ja, das bringt natürlich die Frage, wenn wir 2014 entschiedener gewesen wären, stärker sanktioniert hätten, hätte sich die Zukunft anders entwickelt. Es ist müßig, darüber zu spekulieren, aber also wir sehen ja auch, dass die Sanktionen durchaus Effekte haben, was das eigentliche Ziel, also die Schwächung der Wirtschaftsleistung angeht. Aber ob die Sanktionen wirklich kriegsentscheidend sein können oder diese Aspekte wirklich ändern, das kann man ja wirklich diskutieren. Ist auch nicht wirklich das Ziel der Sanktionen, um das nochmal festzuhalten. Von daher könnte man natürlich auch sagen, ja, selbst wenn wir in 2014 stärker sanktioniert hätten, ist es nicht klar, dass sich die Lage geändert hätte. Zu diesem Punkt passt jetzt die erste Frage vom Publikum auch sehr gut von Ralf Hackspiel. Ich lese sie dir einfach vor. Es geht um die Frage der Motivation für Sanktionen und um die Frage militärischer Komplexrüstung, Rüstung, Verteidigung. Also, dass Sanktionen nicht oder nur teilweise, zum Beispiel Iran, zurückgenommen werden,
hängt auch damit zusammen, dass ein wesentliches Ziel der Sanktionen die Beschränkung der militärischen Kapazitäten des Ziellands ist. Hast du mit Dual Use, CIA und 2014er Sanktionen gehen in die Richtung. Hier wäre neben der rein wirtschaftlichen Betrachtung auch eine Betrachtung der Wirkung im Rüstungs- und Verteidigungsbereich wünschenswert. Und die Frage ist, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Die Annahme hier jetzt von Ralf Hagspiel ist, ich nehme an, dazu fehlen aber die Daten. Ist das so oder könnte man etwas zur Rüstung sagen? Also direkte Ja. Rüstungsexporte, was teilweise vielleicht, aber auch nicht, oder? Ja, also generell hat man natürlich in den Daten durchaus auch Rüstungsgüter drin. Jetzt bin ich natürlich kein Militär- oder Sicherheitsexperte und ich weiß nicht, was da unter Geheimhaltungsbeschränkungen vielleicht nicht erfasst wird. Da bin ich überfragt. Aber generell könnte man sich das natürlich auch anschauen. Gibt es aber tatsächlich wirklich nicht. Also habe ich selbst auch noch nicht gesehen. Und ich glaube, die entscheidende Frage oder die wichtige Frage da ist ja auch, wie sieht es denn mit den Rüstungsausgaben in dem sanktionierten Land aus? Ich glaube, da ging die Frage auch so ein bisschen hin, ne? Iran oder auch in Russland. Und das haben wir uns natürlich selbst auch nicht angeguckt, aber ich habe auch letztens eine Studie gesehen, die ich jetzt nochmal nachschlagen müsste, um die genaue Quelle zu geben. Aber den Punkt macht das eigentlich, da sich Russland sehr, sehr gut vorbereitet hat, gerade auf den 2022, also wirtschaftlich vorbereitet hat, dass die Rüstungsausgaben oder die Kriegsbereitschaft des Landes von den Sanktionen zumindest bis jetzt noch nicht wirklich merklich beeinträchtigt werden konnte, weil sie eben in einer sehr starken, wirtschaftlich in einer sehr starken oder in einer sehr guten Ausgangslage waren, dass sie Reserven aufgebaut haben, um dem widerstehen zu können. Also da sind wir dann, wenn ich dich richtig verstehe, wieder bei dem Punkt, dass wenn ein potenziell zu sanktionierendes Land weiß oder antizipiert, dass es wirtschaftlich sanktioniert werden könnte, weil es eine Aktion setzt, wie eine Invasion und sich explizit darauf vorbereitet, dass wir damit eigentlich bei diesem Instrumentarium dann schon relativ viel an Möglichkeit verlieren und wir an und für sich irgendwie bewusst Abhängigkeiten schaffen müssten, um die dann nutzen zu können. Was jetzt wahrscheinlich politisch nicht wahnsinnig leicht kommunizierbar ist und natürlich auch, das ist ja vor allem euer Punkt, ja auch nicht ohne Kosten für die Wirtschaft, die dann die Sanktionen beschließt, einhergeht. Ja, absolut. Also ich glaube, ja, was wichtig ist, wenn man sich wirklich über die Sanktionen wirklich darüber nachdenkt, ist, ja, vielleicht auch so ein Frühwarnsystem, sage ich einfach mal, aufzubauen, ne? Dass man sich anschaut, was sind denn diese Staaten, die vielleicht, sagt man so schön, Schurkenstaaten sein könnten. Was machen die denn? Wie wird die Wirtschaft aufgebaut? Ist das vielleicht ein Zeichen dahin, dass sie was vorhaben und sich eben jetzt die sagt, Reserven aufbauen, zum Beispiel, um möglichen Sanktionen in der Zukunft besser widerstehen zu können? Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Zu den Abhängigkeiten ist es ja ganz interessant, du sagst, man versucht die abzubauen. China, ganz im Gegenteil, hat ja im Fünfjahresplan drin stehen, dass ein Ziel ist, Abhängigkeit mit der EU aufzubauen. Und zwar in der Richtung, dass die EU von China abhängig ist. Und da kann man natürlich auch drüber spekulieren. Was Ne, das aber bedeuten könnte. das wäre natürlich, wenn man vorhat, was zu unternehmen und die EU abhängig ist von China, ist es natürlich für die EU sehr schwer, Sanktionen aufzubauen. Deswegen gibt es ja auch die ganze Diskussion, die wir in den letzten Jahren führen, über mögliche Reduzierung von Abhängigkeiten, Diversifikation, De-Risking und so weiter und so weiter. Aber genau, also Abhängigkeiten sind ein sehr, sehr wichtiger Hebel, den man braucht, wenn Sanktionen überhaupt eine Rolle spielen können. Und Abhängigkeiten in die richtige Richtung. Also Abhängigkeiten vom zu sanktionierenden Land muss man natürlich vermeiden. Umgekehrt sollte das sanktionierte Land auch abhängig sein von uns. Weil wir schon bei diesen Abhängigkeiten sind, würde ich jetzt auch noch eine Frage
von weiter hinten grundsätzlich vorziehen, aber passt, glaube ich, hier an jeder Stelle. Jetzt hat eure Studie ja die Frage aufgeworfen und untersucht, was bedeutet das für die Exporte deutscher Unternehmen nach Russland. Jetzt ist es aber natürlich so, und das haben wir dann vor allem 2022 folgend gesehen, dass wir ja auch auf der Importseite Handelsbeziehungen mit Russland haben, die natürlich sehr stark konzentriert sind auf Waren, sehr stark konzentriert waren auf Energieimporte, die uns dann die Inflation hervorgerufen haben, beschert haben und dergleichen. Jetzt wollte ich fragen und auch so dann, das wird auch ein bisschen überleitend zu ein bisschen ein paar Fragen zu dem Datensatz, den ihr verwendet. Habt ihr auch die Möglichkeit, Unternehmensimporte aus Russland anzuschauen, Vorleistungen, die die Unternehmen beziehen? Und falls ja, habt ihr das gemacht und findet man dann da ähnliche Effekte? Du hast ja gesagt, es gab eine Antwort aus Russland, jetzt eher im Lebensmittelbereich stärker. Das wird man auf der Firmenebene eher nicht sehen, vermutlich, außer halt im Einzelhandel vielleicht, also im Lebensmittelhandel. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Habt ihr da was gemacht? Also erstmal grundsätzlich haben wir diese Daten, ja. Dann, also die Handelsdaten, die wir haben, sind sowohl auf der Exportseite als auch auf der Importseite. Wir haben uns das nicht wirklich angeschaut und der Grund dafür sind genau diese zwei Punkte, du gesagt hast, die Sanktionen oder die Embargos der russischen von Russland aus waren eben ja, Lebensmittel, landwirtschaftliche Güter, die wir jetzt nicht wirklich als Importe von Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe sehen würden. Dazu kam auch, dass ja, Importe aus Russland oder dass Russland eigentlich keine große Rolle spielt als Importeur, abgesehen von den Energieträgern natürlich, ne? Also Gas und Öl. Da war Russland natürlich sehr, 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 sehr wichtig für Deutschland, für andere Produkte nicht wirklich. Also wir haben uns das nicht wirklich angeschaut. Auch da, ja, das politische Interesse erstmal daran war zu sehen, was passiert denn mit den Exporteuren und wie wirken sich die Exportbeschränkungen, die wir eingesetzt haben, wie wirken sich die auf die Unternehmen aus? Okay. Danke. Eine größere Frage hätte ich dann noch zu einer ökonomischen Debatte oder bevor ich dazu komme, würde mich noch interessieren, weil das ist ja zunehmend auch in Österreich ein Thema, weil wir den Datenzugang zu Individualdaten in Österreich verbessert haben. Kannst du ein bisschen noch zu eurem Datensatz sagen in Bezug auf welche Unternehmen sind dort inkludiert, sind das alle deutschen Exportunternehmen, sind es alle deutschen Unternehmen, gibt es eine gewisse Größenbeschränkung, also so im Hinblick auf, wie repräsentativ ist das, auch vielleicht im gesamtaggregierten Exportvolumen nach Russland, dass man ein Gefühl hat, wie viel konnte man denn in den Daten abgreifen, dass in die Analyse eingegangen ist. Ja, sehr gerne. Und da müssen wir die zwei Seiten oder die zwei Datensätze, die wir zusammengespielt haben, unterscheiden. Also erstmal haben wir die Zolldaten, die Außenhandelsstatistik. Und ja, da ist im Grundsatz jeder deutsche Export drin, der Export, der aus Deutschland ins Ausland geht und auch der Import auf der anderen Seite drin. Es gibt Schwellen, Meldeschwellen und die liegen, glaube ich, bei 12.500 Euro, wenn es ins nicht-europäische Ausland geht. Also ganz kleine Exporte, also wenn ich jetzt was Kleines auf online bestelle aus Österreich, wird es nicht erfasst. Aber ja, eigentlich alle Exporte und Importe, die wirklich eine Rolle spielen, sind da drin. Und ich denke, das ist sehr wichtig. Und ja, das Statistische Bundesamt hat diesen Datensatz auch mit den Gesamtexporten, mit der Exportstatistik, die dann veröffentlicht wird, abgecheckt. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Also da sind wir wirklich
sehr, sehr optimistisch, dass wir da wirklich alles mit drin haben, was wichtig ist. Dann haben wir die Kostenstrukturanalyse, SBS, Structural Business Statistics. Das ist eine repräsentative Umfrage für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland. Es gibt andere Wirtschaftszweige, die komplett erfasst sind. Für das verarbeitende Gewerbe ist es eine repräsentative Umfrage, die auch repräsentativ ist. Und da gibt es auch eine sehr, sehr gute Quote, was wir von den zwei Datensätzen zusammenspielen können. Also bin ich da eigentlich auch guter Dinge, dass wir in dem verknüpften Datensatz, mit dem wir uns die Effekte auf die Unternehmensleistung, also auf Gesamtumsatz und Beschäftigung anschauen, dass wir da wirklich eine repräsentative Datenbasis haben, um dann auch ja, Schlüsse daraus zu ziehen. Das klingt sehr gut. Jetzt noch zwei kleinere Fragen zu den Ergebnissen. Das eine ist zu, was du auf Folie 9 gezeigt hast, zu den Sanktionen, den Smart Sanctions bis Juli, also von Dezember 2013 weg. Da hast du ja, und du hast es ja relativ ausführlich diskutiert, da sieht man, dass der Effekt zwischen Produkten, die sanktioniert und nicht sanktioniert sind, nicht unterschiedlich ist. Wurden zu diesem Zeitpunkt die Exporte, die ihr da als Sanction definiert, schon sanktioniert oder sind das Produkte, die später dann Sanktionen gekriegt haben? Und ist das nur, was du vorher gesagt hast, nur unter Anführungszeichen, dass politische Spannungen grundsätzlich zu weniger Handel führen und dass es eben nicht zu mehr weniger Handel führt in Branchen, die später sanktioniert werden, also dass die Branchen nicht schon antizipiert haben, dass sie dann sanktioniert werden, weil dann hätten sie ja vielleicht sogar erhöhen können oder so, vorher. Gute Frage und ja, so ein bisschen von beidem Okay. wahrscheinlich. Also die Sanktionen wurden erst August 14 eingesetzt. Das heißt, dann gab es auch erst die Liste, die endgültige Liste. Wenn ich mich da so richtig dran erinnere, wurde das natürlich aber schon zumindest ein paar Wochen vorher diskutiert und es gab Spekulationen, was genau sanktioniert werden würde. Aber also erstmal der Punkt, ja, hier geht es um Produkte, die ab August sanktioniert werden. Und wir schauen uns an, was passiert mit denen vorher. Ne, und die Unternehmen wussten also wahrscheinlich im Dezember 13 noch nicht, ob und wann sie sanktioniert werden. Je näher wir dann an August rankommen, wie gesagt, ich denke, ein paar Wochen vorher war das durchaus klar, was genau sanktioniert wurde. Also gab es dann ein bisschen Antizipationseffekt, aber vor allen Dingen eben auch Unsicherheit von Unternehmen, die ja, Güter produzieren, die auch militärisch genutzt werden können. Okay, verstehe. Und damit würde ich noch zu meiner, jetzt habe ich noch eine Frage aus dem Publikum. Ich nehme die auch gleich mit, das ist noch einmal Ralf Hackspiel, weil es passt auch zu meiner Frage, die ich zum Abschluss hätte. Es sind letztlich Fragen, die in zwei unterschiedliche Richtungen gehen. Ich bringe mal zuerst die vom Herrn Hackspiel. War es Thema der Studie, inwiefern die Unternehmen den Wegfall des russischen Markts durch eine Steigerung der Exporte in andere Märkte kompensieren konnten? Habt ihr euch das angeschaut? Und ich hätte in die ähnliche Richtung, aber ein bisschen anders geframed formuliert, weil wir das 2022 folgend doch beobachtet haben, dass westliche Exporte in gewisse Länder, die nicht sanktioniert sind, die aber ein enges Wirtschaftsverhältnis mit Russland haben. Ich glaube zum Beispiel Kasachstan war da, glaube ich, ein Thema, wo man sieht, dass plötzlich sehr viele deutsche Kühlschränke dort auftauchen. Dieses Thema der Handelsumlenkung, kompensieren auf Exportmärkten ist eine Möglichkeit der Handelsumlenkung. Man exportiert das in andere Märkte oder man versucht, die Sanktionen zu umgehen und vielleicht machen Firmen sogar gleichzeitig beides. Hast du dazu Evidenz? Habt ihr da versucht, das zu machen? Ich bringe auch gerade noch mal die Folie, weil das so ein bisschen zumindest in die Richtung geht. Also hier sehen wir ja, dass Unternehmen, die sehr stark vom russischen Markt abhängig sind, also
einen großen Anteil ihres Umsatzes auf den russischen Markt umsetzen, dass die auch ihren Gesamtumsatz zurückfahren müssen, und zwar auch wirklich über 3 Jahre, also ein sehr, sehr persistenter Effekt. Und ich denke, das zeigt uns, dass gerade für diese Unternehmen es sehr, sehr schwer war, neue Märkte zu finden. Für andere ist es ein bisschen einfacher. Ja, wenn nicht viel nach Russland geht, kann man das relativ einfach kompensieren. Wir konnten uns jetzt nicht genau anschauen, wo diese Unternehmen denn jetzt weiter hingehen, auch weil die anderen Märkte dann alle relativ klein sind. Also es ist nicht so, dass jetzt wirklich ein Land hier hervorsticht und man sagen kann, das ist jetzt die neue Destination. Wenn Sie nach Russland nicht mehr exportieren können, exportieren Sie jetzt nach Kasachstan. Dem scheint nicht so zu sein, aber es ist, wie gesagt, ganz klar so, dass Unternehmen, gerade die, also die Abhängigen sind, die abhängig von Russland waren, erstmal ein Problem hatten, wirklich diese Exporte, diese Kapazität umzuleiten auf andere Märkte. Und dazu braucht es ein bisschen Zeit, und das ist auch eigentlich, was man annehmen würde, wenn es um neue Exportmärkte geht. Sie müssen sich Gedanken machen, wohin wollen Sie exportieren, müssen den Markt einschätzen und so weiter und so weiter. Und daher ist das hier durchaus sinnvoll, und nach 3, 4 Jahren geht es dann besser. Um dann noch auf deinen Punkt zu kommen, Kasachstan, ja, das sehen wir vor allem, das sehen wir eben in den letzten Jahren, seit 2022, dass sich Unternehmen oder dass die Exporte in diese Länder, die sehr nah an Russland dran sind, auch ja, durchaus Handelsabkommen mit Russland haben, dass die sehr, sehr stark davon profitieren und ihre Export oder ihre Importe aus Deutschland erhöhen konnten. Da ist jetzt ein bisschen die Frage, ja, woran liegt das? Was sehen wir hier? Eigentlich, um es relativ harmlos und neutral zu interpretieren, ist es durchaus sinnvoll. Man versucht, auf einen Markt zu gehen, der relativ ähnlich ist. Und wenn wir nach Russland nicht mehr exportieren können, was ist denn ein ähnlicher Markt? Natürlich Nachbarländer. Da haben wir ja ähnliche Bevölkerung, Sprache und so weiter, rechtliche Institutionen und so weiter. Das macht es einfach zu exportieren. Das ist die relativ harmlose Interpretation. Man kann es natürlich auch anders interpretieren, und da gibt es durchaus auch, denke ich, zumindest anekdotische Evidenz für, dass es so ist, dass man eben in ein Nachbarland exportiert, um dann von dort nach Russland zu exportieren, also um die Sanktionen wirklich zu umgehen und noch Kontakt mit Russland zu halten. Ich glaube, da ist es im Moment noch zu früh, um darüber etwas sagen zu können. Und auf jeden Fall mit unseren Daten können wir darüber noch überhaupt nichts sagen, weil unsere Daten im Moment, soweit ich das überblicken kann, bis 2021 gehen. Aber wir noch nicht wirklich sehen können mit unseren Mikrodaten, was denn nach 21 passiert ist. Ja, mit dem Blick auf die Uhr, denke ich, war das ein gutes Schlusswort. Ich denke, wir haben relativ ausführlich das Thema Sanktionen, vor allem im Kontext von Russland, jetzt diskutieren können. Auch, glaube ich, die methodischen Schwierigkeiten, die sich ergeben aufgrund der Möglichkeit, die Unternehmen dann trotzdem noch bleibt. Auch die Frage, was sind vielleicht realistische Limitationen von Wirtschaftssanktionen ganz grundsätzlicher Art, die man vielleicht dann auch in der politischen Kommunikation berücksichtigen könnte, um vielleicht nicht zu hohe Erwartungen zu schaffen, wenn man diese Maßnahmen ergreift. Lieber Holger, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für deinen Besuch in unseren FIW Trade Talks. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. In diesem Sinne darf ich mich verabschieden und wünsche noch allen einen schönen Nachmittag und Abend und bis zum nächsten Trade Talk. Wiedersehen. Ja, auch von mir vielen Dank und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.